In dieser Stadt gab es noch nie einen schwarzen Cop. Wir glauben, Sie sind der Mann, der hier neue Wege ebnen könnte. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film in dieser Woche, Black Klansman. Hallo, hier ist Ron Stallworth. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist David Duke. Großmeister des Ku Klux Klan, der David Duke? Gott! Soweit ich mich erinnere. Was kann ich für Sie tun? Völlig verrückt, hinreißend absurd, aber die Geschichte ist wahr, hat sich tatsächlich zugetragen. Ende der 1970er Jahre wird in Colorado Springs der erste schwarze Mitbürger Polizeibeamter. Sein Name? Ron Stallworth. Und weil sie für den kreativen Typen nichts Richtiges zu tun haben, besorgt er sich selbst Polizeiarbeit. Als die örtliche Gruppierung des Ku Klux Klans in einer Tageszeitung neue Mitglieder sucht, ruft er an. Nun, da Sie fragen, ich hasse Schwarze. Ich hasse Juden, Mexikaner und Iren, Italiener und Chinesen. Aber mein Wort in Gottes Ohr, am meisten hasse ich diese schwarzen Ratten. Ehrlich gesagt hasse ich eigentlich jeden, der kein reines arisches Blut in seinen Adern hat. Dann spreche ich mit einem echten weißen Amerikaner. Gott segne das weiße Amerika. Gibt sich als weißer Rassist aus, der alle und alles hasst, was nicht arisch ist. Holt einen zuverlässigen weißen Kollegen mit ins Boot, der für ihn verkabelt zu diesen faschistischen Kapuzentypen geht, um dort mitzumachen, um die Strukturen dort auszukundschaften. Der Ku Klux Klan plant einen Angriff. Wie schlagen Sie vor, diese Ermittlung zu führen? Ich habe telefonisch Kontakt aufgenommen. Wir brauchen einen weißen Officer, der mich spielt, wenn Sie sich persönlich treffen. Black Klansman heißt diese amerikanische Köpenickiade. Ein Afroamerikaner, unterstützt durch einen liberalen weißen Polizeikollegen, infiltriert den rassistischen Ku Klux Klan Geheimbund. Okay, freunde dich an, lass dich von ihnen aufnehmen. Und, was treibt ihr Jungs so? Kreuze verbrennen, Protestmärsche. Das wird ein bedeutendes Jahr für uns. Du stellst zu viele Fragen. Bist du undercover oder sowas? Co-Drehbuchautor und Regisseur Spike Lee erzählt dies als bitterböse wie saukomische Realsatire mit viel üblem Trump-Charme. Wenn am Ende nämlich tatsächlich und buchstäblich die politische US-Aktualität von heute das Übel von gestern übernimmt. America first. America first. America first. America first. Hätte ich gewusst, dass das eine Clan-Versammlung wird, hätte ich den scheiß Job nicht gemacht. Das Ensemble ist heiß. Die Atmosphäre brennt wahrhaftig. Das Geschehen ist spannend wie aufwühlend. An der Rampe rackern sich ab der Denzel Washington-Sohn John David Washington sowie sein weißer Bruder im Geiste Adam Driver als Infiltrator. Und ein Promi wie Harry Belafonte weist in die richtige Richtung. Black Power. Fünf Pönis für ein geniales Meisterwerk. Black Klansman von Spike Lee. Und zwei weitere empfehlenswerte neue Kinofilme sind für diese Woche zu annoncieren. Erstens Gundermann von Andreas Dresen, das faszinierende Porträt eines Arbeiters und Balladensängers aus der DDR. Mit einem überragenden Alexander Scheer in der großartigen Titelrolle. 4,5 Pönis. Sowie Nach dem Urteil, ein französischer Alltags- und Familienthriller um einen brutalen Vater, eine besorgte Mutter und einen 11-Jährigen, der vermitteln soll. Ein emotionaler Pulverfass-Spannungsfilm, der schließlich in eine Shining-Atmosphäre mündet. 4 Pönis. Ausführliche Textkritiken hierzu und zu über weiteren 4300 Filmen stehen auf meiner Webseite www.pönack.de. Und dort gibt es jetzt auch an jedem Samstag aktuell meinen wöchentlichen privaten Blog. In diesem Sinne, gute Grüße aus Berlin.